DJI Mavic Air 2S in der goldenen Stunde, in der blauen Stunde und Lowlight, Fotos und Videos, Beispiele und ein kleines Fazit am Ende. Wenn euch das interessiert, schaut euch das Video an. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. DJI Mavic Air 2S, hier habe ich sie wieder in der Hand. Heute, ihr seht schon, Golden Hour. Ich bin auf den Berg gefahren, hier in der Kirschblüte, Golden Hour über Mülheim-Kärlich und ein bisschen Blue Hour und ein bisschen Low Light. Ich werde jetzt erstmal ganz gemütlich mit der Drohne ein bisschen hier in der goldenen Stunde fliegen, ein bisschen ausprobieren. Ich werde dann immer einblenden, was ich gerade geflogen bin, ob 4K 30, 5,4K mit ND-Filter, ohne ND-Filter, mit Automatik, ohne Automatik. Auch dasselbe nachher während der blauen Stunde oder im Low Light. Da werde ich wahrscheinlich aber einfach mal auf die Automatik erstmal setzen, um einfach mal zu gucken, wie das Ding hier performt. Wir werden uns danach auf jeden Fall nochmal an meinem Schreibtisch sehen oder wo auch immer, einen Tag später wahrscheinlich, um dann mal so ein Fazit zu sehen, um dann mal ein Fazit zu ziehen und dann ganz einfach zu beurteilen, wie jetzt die Performance ist. Ich habe jetzt die R2 nicht am Start hier. Ich möchte jetzt erstmal die R2S ausprobieren. Vielleicht mache ich da auch mal einen Vergleich in den ganzen verschiedenen Modis, ne? Mal gucken wir mal. Also genießt die Musik, die Bilder und die Videos und dann hören wir uns gleich wieder. Kurzes Zwischenfazit. Ich bin jetzt in der Golden Hour geflogen, am Anfang mit einem ND32-Filter. Muss ich einfach mal gucken, wie das geworden ist. Dann bin ich ohne geflogen und alles in Automatik, weil da lässt sich grundsätzlich ja fast gar nichts mehr verstellen, weil da ist einfach im Grunde genommen zu hell, wenn du in die Sonne fliegst. Ich bin aber gespannt, wie die Bilder geworden sind. Ich habe Belichtungsreihen gemacht, 5er Belichtungsreihe. Ich habe Panorama gemacht, bin dann mal gegen die Sonne geflogen. Und habe das dann nachher auf jeden Fall auch, also ganz am Anfang bin ich, glaube ich, 4K geflogen, genau, das habe ich aber eingeblendet und danach dann nur noch 5,4K 30. Na, der Nachteil bei 5,4K 30 ist, dass ich halt kein Spotlight benutzen kann. Gut, das ist jetzt hierbei nicht so wichtig,
Der Nachteil bei 4K60 zum Beispiel ist, dass da ein ganz schöner Crop drin ist, was jetzt nicht extrem übel ist beim Drohnefliegen, aber man merkt den Unterschied halt zu 4K30 oder 5,4. Und jetzt warte ich mal, jetzt ist es gerade so, ja, wir haben noch keine blaue Stunde. Jetzt warte ich einfach mal eine halbe Stunde, bis blaue Stunde hier anfängt und dann jage ich das Teil mal Richtung Kirche, Richtung Mülheim in die Luft an den Ortsrand und da werde ich dann Bilder und mal ein bisschen Videoaufnahmen. So, das Ja, einen Tag später, ich habe den Film geschnitten, ich habe ihn gerendert, ich habe ihn mir angeguckt, ich habe Fotos bearbeitet und um von vornherein nochmal zu sagen, die ganzen Filmaufnahmen, die ich da auch betitelt habe, sind alle im Original, die sind nicht bearbeitet. Genauso kamen sie aus der Drohne raus und genauso habe ich sie in 4K 30fps geschnitten. Bei den Fotos ist es ähnlich. Die kamen gut. Ich habe natürlich die RAW-Fotos entwickelt und dann natürlich ein bisschen angepasst mit der Farbe und mit der Belichtung. Die sind bearbeitet. Die Panoramen kamen alle JPEG. Ne? Die sind alle JPEG, ein bisschen angepasst. Und die Belichtungsreihen habe ich in Aurora HDR habe ich die bearbeitet. Und ja, das war es eigentlich. Mehr habe ich nicht bearbeitet an der ganzen Geschichte. Fazit, ja, der 1 Zoll Sensor, der macht schon den Unterschied, muss man ganz klar sagen, zu der Mavic Air 2. Das ist schon ein Unterschied. Natürlich, wenn es dann irgendwann mal total dunkel wird, dann darf man auch keine Wunder erwarten von einem 1 Zoll Sensor. Ich meine, da ist natürlich sogar die EOS M50 besser. Aber ja, der Unterschied ist zu sehen. Besonders hier in der goldenen Stunde haben mir die Ergebnisse hervorragend gefallen, aber auch im Dunkeln, da in der blauen Stunde, selbst im Stockdusteren, konnte man damit noch leben. Klar, war da ein bisschen Rauschen drin, aber das ist natürlich auch 4K dann. Ne? Also bei 4K raucht es allemal mehr. Wenn man dann vielleicht sogar runterskaliert auf 1080p, kommt man da noch besser. Und ich habe nicht in Final Cut die Rauschunterdrückung eingeschaltet. Man kann da natürlich noch ein bisschen dran rumschrauben. 5,4K Thema macht auch den Unterschied. Es ist ein Unterschied. Ihr habt es vielleicht gesehen, selbst auf YouTube, wenn ich ein 4K-Video habe oder dann das 5,4K, das ist schärfer, das ist knackiger, das ist irgendwie besser. Das macht einen guten Job. Ich habe jetzt den HDR-Modus nicht vermisst, dass er gefehlt hat, weil doch die Dynamik des Sensors extrem gut ist. Ich kann natürlich auch noch nachbearbeiten. Mit D-Log habe ich jetzt nicht gearbeitet, aber ja. Da geht doch einiges noch und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zufrieden,
ich bin auch sozusagen bestärkt in dem Kauf von der R2S für meine Verhältnisse. Wenn ihr mal die Fotos jetzt gesehen habt, das war schon ganz cool. Übrigens da noch sozusagen zu den Aufnahmen da bei Mülheim. Ich bin da an der Stadtgrenze oder an der Dorfgrenze geflogen, teilweise von unserem Grundstück, von meinen Eltern aus. Dahinter ist sozusagen Walachei. Das sieht natürlich manchmal so ein bisschen aus, als ob ich mehr oder weniger über im Ort bin, aber durch den Winkel und teilweise auch das Zoom. Übrigens Zoom habe ich auch benutzt. Einmal bei der Kirche oder zweimal. Das sieht man auch jetzt ein bisschen dann, dass es verwaschener wird, aber man kann durchaus damit arbeiten. Also wie gesagt, da wurde alles mit regelgerechten Dingen geflogen und ich bin wirklich ja, happy mit den Ergebnissen und könnte mir vorstellen, dass ich da ein paar richtig coole Fotos in Zukunft machen kann. Übrigens kann man die Drohne nachts fast besser sehen wie tagsüber durch die Beleuchtung. Das ist erstaunlich. Da darf nicht vergessen, nachts funktionieren die Sensoren nicht. Das heißt, ihr dürft da nicht die großen wilden Flugversuche machen. Ihr müsst schon wissen, wo ihr da fliegt. Ihr müsst wissen, ob da Bäume dazwischen sind. Denn die Drohne würde diese Bäume nicht erkennen. Also ihr müsst das wissen. Das heißt also, ich habe jetzt hier keine großen, also speziell in den dunklen Aufnahmen, keine großen Strecken geflogen, sondern ich bin einfach hochgeflogen, bin mal nach vorne geflogen, bin mal so ein bisschen, hab mal so ein bisschen geschwenkt und habe mir aber auch vorher, oder beziehungsweise ich weiß natürlich, wie das Gelände dort ist, ganz sicher war ich mir, dass da keine Hindernisse sind. Sehen konnte man die Drohne aber zu jeder Zeit durch das Licht und man kann natürlich dieses Landelicht auch noch einschalten, dann ist das noch mal ein bisschen heller, aber diese Positionsleuchten, die grünen und so, das kann man gut sehen. Ja, dann will ich es auch gar nicht länger werden lassen. Ich bin begeistert, werde weitermachen mit den Tests. Das nächste Video wird erstmal ein Video sein über ein Stativ, ja, da wo jetzt gerade die Kamera draufsteht, ein ziemlich gutes preis-leistungstechnisch gutes Stativ und danach werde ich dann die Mülheimer Kirschblüte mit dem Pocket 2 und Active Track 4.0 befloggen. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, da sind ein paar spektakuläre Aufnahmen entstanden, aber ich kann da definitiv erst, na, sagen wir mal, nächstes Wochenende sozusagen drauf zurückgreifen, weil ich muss das ganze Zeug ja auch irgendwann schneiden. Und dann bekomme ich auch nächstes Wochenende noch Besuch von dem guten Klaus Helmisch, von den Lichtbildidealisten. Da machen wir einen kleinen Vlog in Koblenz am Deutschen Eck und da gibt es so ein paar Doppelvideos. Das kommt aber dann ganz, ganz später. Also eine interessante Aussicht. Live werden wir auch mal gehen nochmal. Und wenn es euch gefallen hat, wenn euch diese Tests gefallen haben, dann ja, liken, abonnieren, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es findet, ob es sich wirklich lohnt, jetzt das Upgrade. Wie ich habe ja schon gesagt, für 90% der User wird es sich nicht lohnen, aber für mich, denke ich mal, hat es sich jetzt schon gelohnt, weil ich glaube, da kriege ich richtig schöne Fotos mitgemacht. Also, jetzt am Ende noch ein paar schöne Aufnahmen mit ein bisschen Musik. Dann macht's gut, haut rein und ich mache jetzt mal die Fuji aus. Ciao!